Weißt du, was ich meine? Also es ist halt irgendwie so diese Idee von Aktivität und Passivität und in welcher Selbstverständlichkeit da was immer verfügbar ist, das ist ja das Problem. Aber was wäre denn dann besser? Also was wäre dann ein Gedankenstrang, den man bringen müsste, um nicht so zu denken? Beziehungsweise meinst du wirklich, dass alle so denken? Nein, natürlich nicht. Aber das ist zu sagen, es geht ja darum, Produkte zu verkaufen. Ja? Und ja, es geht darum, irgendwie Tabus zu brechen und irgendwie catchy und sexy zu sein und Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist die Idee dahinter. So, und das tut man halt irgendwie mit Sexualität an vielen Stellen ganz gut, weil es eben diese Doppelmoral gibt, dass sozusagen einerseits Sexualität irgendwie klar, Sexualität ist einfach im Menschen angelegt. Und kann unterschiedlichste Ausdrücke haben, aber es ist halt etwas, was wir nicht öffentlich tun, sozusagen. Eigentlich, und sich dem halt anzunähern und irgendwie an diese Grenze irgendwie abzutasten, das ist halt was die Aufmerksamkeit, also immer wenn du irgendetwas tust, was schockt, womit die Leute nicht rechnen, was nicht klar geht. Dann sagst du aber weg mit dem Tabu eigentlich, oder? Dann sagst du weg aus, dann muss es mehr in die Öffentlichkeit und mehr genau, raus, dann müssen halt wir einfach nackt rumlaufen. Ja, zum Beispiel. Um quasi nicht aber so eine halt Geschlechter. Aber nicht im Sinne von, das ist Hippietum. Geil. Ja. Oh, schön. Oh, habt euch lieb. Aber halt eben nicht im Sinne von, dass das halt, dass das klar ist, dass wenn Menschen nackt rumlaufen, dass es auf jeden Fall was mit Sexualität zu tun haben muss, ja? Zum Beispiel, warum macht Axe nicht die Werbung, wo drin, dass er irgendwie sagt, ich habe gar keine Lust zu vögeln, aber ich glaube, ich rieche trotzdem ganz gut. Geiles Deo. Ja. Weißt du, zu sagen, ich glaube, das wäre der eigentliche Tabubruch, wenn irgendwie ein Mann sagt, ich will gar nicht, heute nicht. Ich möchte auf der Couch liegen, einen Joghurt essen und an meiner eigenen Achsel schnuppern. Dann wird man aber wieder von diversen Kolumnisten als Schmerzensmann dargestellt, weil der Mann plötzlich so ganz weich ist und irgendwie ja, aber gar nichts mehr ab kann. Ja, aber das ist auch blöd. Ja, was soll denn das? Es gibt halt unterschiedliche Männlichkeiten. Mhm. Ist doch scheißegal, ob der was ab kann oder nicht. Wenn er sich wohlfühlt damit und niemand was Schlechtes tut, dann ist es doch total. Also breiter, es muss einfach breiter werden, höre ich daraus, genau, oder? Es geht um Vielfalt. Dieser Begriff ist leider irgendwie total abgenutzt schon, weil irgendwelche komischen Projekte immer irgendwas mit Vielfalt und Demokratie und heißen. So. Und das ist halt schon, das hängt mir aus den Ohren raus. Das ist halt total inflationär gebraucht. Also irgendwie keine Ahnung, wenn die CDU, geilerweise ist ja bald hier Wahl, Dings, wir müssen ja wählen in diesem Land, um gute Bürger zu sein. Du willst hoffentlich wählen. Das ist nochmal eine andere Thematik. Ich wüsste, was soll ich denn, was willst du denn wählen? Naja, ist okay. Entschuldigung, ich wollte mich abschweifen. Ja, ich schon. Aber jedenfalls, dann sagt die CDU auf ihrem Wahlplakat, Vielfalt ist irgendwie gut, wir stehen auf Vielfalt in Familienkonzepten. Dann hast du halt irgendwie eine weiße Frau, einen weißen Mann und ein weißes Kind dazu. So, Hammer, ihr seid so unfassbar vielfältig. What the shoot, Alter, was ist halt so Vielfalt? Weißt du, was ich meine? Also sozusagen, in diese Kontexte haben halt den Vielfaltsbegriff irgendwie an vielen Stellen kaputt gemacht. Das finde ich scheiße. Aber eigentlich geht es genau darum, zu sagen, okay, heute ist Montag, ich habe Bock zu vögeln und zwar mit einem anderen Mann. Morgen ist Dienstag, der Tag drauf ist Dienstag. Heute werde ich überhaupt nichts machen, ich werde nur rumliegen. Und vielleicht gucke ich einen Porno, einen schönen im Internet. Der. Findest du Pornos scheiße? Nee, da halte ich es mit Annie Sprinkle. Die Antwort auf schlechte Pornografie ist nicht keine Pornografie, sondern gute Pornografie. Ja? Ich finde das total. Aber man kann doch gar nicht differenzieren bei Pornos. Da ist man doch so gar nicht so weit, dass man das irgendwie als gut oder schlecht Porno darstellen kann. Ja, aber das ist ja ähnlich wie mit der Frage, wie wir Werbung wahrnehmen. Mhm. Ja? Es geht darum, dass kleine Leute früh lernen, damit umzugehen. Es geht nicht darum, das von ihnen fernzuhalten, das zu tabuisieren und wegzutun, sondern es geht darum, einen Umgang damit zu entwickeln, der für alle Leute okay ist, der halt eben nicht unter Druck setzt. So. Und wenn man transparent macht, wie so eine Pornoindustrie funktioniert und dass das Profis sind, weißt du, wenn ich einen Führerschein mache, dann setze ich mich auch nicht in irgendeine krasse, in irgendeinen abgefahrenen Formel-1-Porsche und mache mit 220 km/h meine Runden, sondern da halte ich mich so am Lenkrad fest und fange ganz vorsichtig an. Ja. Weißt du, was ich meine? Sozusagen. Aber Pornos sind keine Profis, das ist einfach Schmuddelscheiß. Nee, da kann jeder, der irgendwie einen Hunderter haben will, die Kamera rausholen und sich von oben bis unten durchfilmen lassen. Das ist leider ein Business, das irgendwie so gar nicht funktioniert mehr. Und die Kids rennen dann, weil sie irgendwie sehen, dass die... Oh, du hast deine Meinung zu Ja, ich habe natürlich eine Meinung. Die Kids rennen dann, weil sie nämlich schauen und dann glauben, dass die schönen geschlossenen Scheiden total geil sind zum Schönheitschirurgen und lassen sich die inneren Schamlippen wegnehmen. Was machst du dann? Ja, aber genau darum geht es ja, dass das halt sozusagen Profis sind. Das sind halt keine natürlichen Bilder, keine Alltagssituation. Das ist halt alles inszeniert. Es geht um, also mit Professionalität meine ich Inszenierung sozusagen. Mhm. Darum geht es. Okay. Und das ist ein großes Problem. Mhm. Und ich glaube, dass das transparent zu machen und darüber zu sprechen und den Mythos aufzubrechen, dass es halt keine Selbstverständlichkeit ist, sich irgendwie, dass ein sexuelles Skript nicht damit beginnt, dass eine Frau irgendjemandes Schwanz warm bläst, um irgendwie 20 Minuten sich ficken zu lassen, alle verfügbaren Löcher, um am Schluss irgendwie einen Liter Sperma in die Fresse zu bekommen. Mhm. Das hat nichts damit zu tun. Mhm. Das ist halt sozusagen ein Skript, was propagiert wird. Wer hat denn bitte so Sex? Also ich meine, das wird es geben und es ist okay, wenn ihr Bock drauf habt, macht es so. Ja, die Kids, die sehen, haben so Sex. Aber erzählt mir bitte nicht, dass das ist, was ich sozusagen zu lernen habe.
habe, so wie ich andere Dinge, wie ich lesen und schreiben lerne, verstehst du? Und wir lernen ja auch Sexualität über Medien, wir lernen Körperbilder über Medien, wir lernen Geschlechterbilder über Medien, so. Wir lernen fucking Germany's Next Topmodel, scheiße. Findest du auch scheiße. Was ist das? Was soll denn das sein? Es geht darum... Ein Castingformat. Es geht darum, am Schluss irgendeinen scheiß Werbedeal zu erfüllen, dass ich mir nachher die Beine rasiere, so, weißt du? Ist Dreck. Aber sag mir doch mal konkret, was machst du dagegen? Was ich dagegen mache? Naja, ich mache halt irgendwie Musik zum Beispiel. Ich mache Songs, in denen es darum geht zu sagen, ich habe lustigerweise vor ein paar Jahren einen Song geschrieben, der fragt im Refrain, welche Werbung sagt dir, dass du nicht schön bist. So. Und der handelt sozusagen in drei Strophen von drei Begegnungen, wo das lyrische Ich, die Autorin muss ja nicht immer das Ich im Text sein. Das wissen wir von der Literaturwissenschaft. Auf Personen trifft, von denen erstens nicht unbedingt klar ist, welches Geschlecht haben die und nicht unbedingt klar ist, wie sehen die aus, aber irgendwie gibt es eine Attraktion und ich will einfach nur sagen, ich will überhaupt nichts von dir. Ja. Ich will dich nicht abfüllen, ich will dich nicht flachlegen, ich will dich nicht mitnehmen, ich will dich nicht besitzen. Ja. Ich will dir einfach nur sagen, dass ich gerade einen schönen Moment habe, weil ich habe dich gesehen, du gefällst mir. Ja. Punkt. Und ich hoffe, ich habe deine Grenzen nicht überschritten. Ich laufe jetzt weiter, alles Gute. Ja, ja, ja. Weißt du? Also zu sagen, eine Anerkennungskultur zu entwickeln, anstatt irgendwie das immer darum zu gehen, irgendwie was abzugreifen und irgendwie was zu gewinnen und was und am nächsten Tag eine Geschichte zu erzählen zu haben. Also Songs zum Beispiel. Ansonsten gibt es halt eben unterschiedlichsten Formen von Aktivismus. Ich finde das wichtig, ich finde das gut, dass es wieder sowas wie Protestkultur gibt, dass das wieder aufkommt dass es einfach unfassbar viele Möglichkeiten gibt, sich zu informieren und sich zu politisieren. Also zu sagen, das ist, was ich mache in der Arbeit mit Jugendlichen, in der Arbeit mit Leuten, die im pädagogischen Bereich arbeiten, in Vorträgen zu Sexismus und Homophobie, in Bezug auf unterschiedlichste Felder, egal ob es jetzt um Hip-Hop geht, ob es um Fußball geht, ob es um Werbung geht und so weiter. Jetzt hast du es aber schon gesagt, du arbeitest eigentlich in einem Feld, das komplett, also ich meine, Rap ist so eigentlich Sexismus Deluxe. Ja, aber ja auch nur, weil die Gesellschaft das zulässt, verstehst du? Das ist ja nicht isoliert so. Also ich finde es halt irgendwie mega wack, wenn irgendwelche Feuilletons sich wieder ausbreiten und sagen, diese Hip-Hopper, die sind das jetzt, dieser Bushido. So, ja. Ihr seid ihr dumm, ihr habt denen den scheiß Preis gegeben in diesem Land. So. Ihr seid diejenigen, die das irgendwie dann spannend finden, wenn er dann ein scheiß Praktikum im Bundestag. Wer ist er? Wer seid ihr denn? Ihr ermöglicht das sozusagen. Natürlich trägt er auch eine Verantwortung, aber er ist einer gegen die Gesellschaft sozusagen. Also aber kann man da wirklich was machen? Also kann man das überhaupt aufbrechen? Oder ja, ist das Genre nicht einfach so in sich geschlossen und schon immer so sexistisch gewesen? Nein, das passiert ja gerade ganz viel. Das ist ja total schön zu sagen, diese große Gangster-Battle-Rap-Welle, die existiert zwar noch, aber die ist nicht mehr so dominant. Es gibt andere Leute, die andere Inhalte machen und es ist gerade eine gute Zeit für Rap tatsächlich. Es differenziert sich aus. Okay. Es gibt massig viel Scheiße, aber es gibt auch sehr viele Sachen, die total klar gehen. Mhm. Wo man halt gucken muss, wie radikal man Forderungen stellt entgegen Sexismus oder Homophobie oder so. Aber ich bin gerade ganz zufrieden eigentlich. Okay. Und ich glaube, dass tatsächlich sich gesellschaftliche Situationen und Phänomene einfach verändern können. Aber die müssen halt gemacht werden. Und ich werde nicht rumsitzen und warten, bis der Bundestag irgendwas entschließt, so, weißt du? Weil die haben halt irgendwie andere Prioritäten. Da geht es halt um Wirtschaft und so ein Kram. Eigentlich könnte man sagen, in Deutschland ist doch eigentlich gerade alles okay, ne? Also irgendwie eingetragene Lebensgemeinschaft. Mein Vater hat mal als Pfarrer ein gleichgeschlechtliches Paar verheiratet. So schlimm wie in Russland ist es ja noch lange nicht. Ja, aber das hilft halt nicht, nach Russland zu gucken und sagen, die können das nicht, diesen Rückschritt, irgendwie völlig rückschrittlich und wir sind total modern und wir wissen, wie es geht und so weiter. Das ist natürlich Quatsch. So in Deutschland gibt es auch, ich meine sozusagen, wenn wir uns angucken, wir werden von einer Partei regiert in diesem Land, die sich unheimlich schwer damit tut, irgendwie gleichgeschlechtliche Lebensweisen, bla bla bla, anzuerkennen und so weiter. Das ist natürlich mega konservativ alles noch. Mir reicht das nicht, weißt du? Also sozusagen, ich habe keine Lust, mich irgendwie nach unten zu vergleichen. Ich finde das immer wichtiger zu gucken, wo ist es halt progressiver und wo funktioniert es und wo, was können wir noch schaffen und nicht zu sagen, ich ruhe mich jetzt erstmal hier schön drauf aus. Wir haben hier eine ganze Menge, hier passiert eine ganze Menge viel komisches Zeug und es gibt mega viele Tabus an ganz vielen Stellen, wo sie einfach nicht hingehören. So. Also, Zugunsten von Leuten, die auch einfach nur leben wollen. Ja. Weißt du, und Homo-Ehe, schön und gut, da geht es ja auch nur darum, zum Beispiel sich an ein bürgerliches Ideal irgendwie anzugleichen. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir irgendwie das sogenannte transsexuellen Gesetz, sozusagen die Idee, dass Transsexualität angeblich die sogenannte Transsexualität eine Krankheit sei. Da können wir erstmal anfangen. Und dann, weißt du, also es gibt einfach noch. Also Homo und Hetero so zu denken, ist ja zu wenig, höre ich daraus. Ja, selbstverständlich ist es zu wenig. Okay. Es gibt doch noch viel mehr. Es gibt viel mehr als nur Mann und Frau. Das ist irgendwie auch so insgesamt so ein Problem. Also es gibt viel mehr Geschlechter. Es Wie soll man denn überhaupt dann denken? Also denkt man dann überhaupt noch in Geschlechtern oder was? Es macht total Sinn, einfach an bestimmten Stellen nicht zu kategorisieren, weißt du? Also es macht irgendwie, beziehungsweise andere Kategorien zu schaffen. Aber man muss es doch verstehen, man macht doch Kategorien, um Sachen zu verstehen. Ja, aber irgendwie. Nicht, wenn man anderen Leuten damit Unrecht tut. Also wenn Ausschlüsse passieren, ist das scheiße. Also wenn ich sage, okay, guck dich an und stelle fest, ich
glaube, du bist ein Mann. Ja. Und dann weiß ich, es gibt halt Männlichkeit, es gibt so Männer und dann weiß ich, es gibt dazu noch Frauen, das habe ich irgendwie gelernt. Mhm. Und dann treffe ich aber auf Personen, die in diesem Rahmen einfach nicht funktionieren. Nicht, weil sie denken, mir ist heute langweilig, ich erfinde mir mal irgendeine neue Identität, sondern weil das einfach ihrem Wesen entspricht, ihrer Identität entspricht. Und wenn die einfach deswegen schon aus dem Rahmen rausfällt, haben wir mindestens einer Person an der Stelle Unrecht getan. Das müssen wir unsere Biobücher ändern. Da müssen wir eigentlich in der Schule die Biobücher umschreiben. Absolut. Und absolut. Es gibt ganz, natürlich, es gibt ganz viel. Darf ich mal fragen, wie du, also ich bin ja gerade auf dem Weg zur Meinung. Wie bist denn du zu deiner Meinung gekommen eigentlich? Das sind so Prozesse. Ich finde zum Beispiel Natur hier sowas ringsrum, finde ich mega langweilig. Okay. Das ist halt grün und steht in der Gegend. Andere freuen sich daran total. Aber das nächste Mal gehe ich mit dir in eine Bar, okay. Mich interessiert das nicht. Mich interessieren Menschen. Mich interessiert, wie Menschen zusammenleben. Okay. Ja? Und ich habe durch mein Elternhaus früh mitbekommen, was es bedeutet, irgendwie in Gesellschaften zu leben, die frei sind oder unfrei sind oder wie Staat irgendwie Gesellschaft reguliert und so weiter. Mhm. Was für Meinungen man entwickeln darf und welche man nicht entwickeln darf. Und das hat mich, glaube ich, einfach früh geprägt. Und ich habe dann halt irgendwie mich im Laufe meines Studiums auch nochmal sehr stark politisiert und entdecke halt einfach ganz viele Themen so. Ja. Und das natürlich kannst du nicht immer alles beackern. Aber, du findest es aber nicht anstrengend. Also Meinung zu haben ist für dich nicht anstrengend. Natürlich ist es anstrengend, aber ich finde es auch schön. Es gibt Dinge, die anstrengend sind, die sind total schön, weißt du? Ja. Und das ist gut. Ich habe da Bock drauf. Ich habe Bock zu lernen. Ja. Ich kann auch ganz lange chillen und nichts machen. Ja, weißt du? Absolut, ja. Aber ich kann auch einfach meine Zeit nutzen und irgendwie, was jetzt nicht so eine produktive Leistungsnummer ist, ein schöner, ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft oder so, das ist Quatsch. Ja. Ich habe einfach Bock darauf und das ist einfach mein Leben. Ich interessiere mich für Dinge. Und du hast Bock, diese Demo zu machen nachher, beziehungsweise du bist ja Teil dieser Demo. Richtig, ja. Und ich will versuchen, ein paar Leute da noch hinzukriegen auf diese Demo. Glaubst du einfach oder? Leute zu mobilisieren, das hängt so ein bisschen davon ab, wie leidenschaftlich du bist tatsächlich und wie macht man es perfekt? Was würdest du sagen? Naja, Perfektion ist so eine Sache, ich glaube, die kann man nicht erreichen, aber ich glaube, also ich versuche, das ist was ich aus der pädagogischen Arbeit kenne, ist die Leute, denen nicht zu erzählen, was ich gut finde, sondern sozusagen rauszufinden, an welchen Punkten die sich dafür, dass die sich interessieren können. Ja. Ja? Also an welcher Stelle müssen wir geh an den Geldbeutel, wie viel Geld gibst du für Kosmetik aus, um dir auszusehen zum Beispiel, wäre eine Frage. Und dann einfach über die Bilder zu gehen und zu fragen, warum hat die keine Falten, warum sieht die aus, wie sie aussieht, was passiert, wenn ich mich jetzt schminke? Gibt es, was für Kosmetik für Männer gibt, weiß nicht, einfach sozusagen Beispiele bringen, das lebhaft, das greifbar zu machen und Interesse zu wecken darüber, dass die Leute sich tatsächlich angesprochen fühlen, weil die Probleme der anderen interessieren uns nie. Mhm. Weißt du, das ist halt immer so, ich glaube, das ist so eine Bequemlichkeit im Menschen, das heißt, es geht immer nur, wenn es um dich selber geht, wird es interessant. Gut, wenn man es selber erkennt, kann ich auch, also dann, wenn du selber einen Missstand hast, dann gehst du auch raus und beziehungsweise rausgehen und dann eine Meinung sagen, ist echt auch nochmal eine krasse Hürde. Ja, naja, Meinung sagen, es reicht auch, wenn du einfach nur als Person anwesend bist, damit nachher die Zahl einfach noch was hermacht. Du kannst natürlich auch einen Sprechchor initiieren oder du kannst einen Redebeitrag schreiben oder du kannst eine kleine eigene Petition entwerfen. Du kannst ganz, also Aktivismus kann sehr unterschiedlich aussehen. Und was wäre denn eine gute Rolle für mich morgen, dass ich da hingehe irgendwie und irgendwie Parolen raushau oder irgendwie einen Banner mache? Oder irgendwie, was wäre denn gut? Wenn du gute Ideen hast, kannst du das machen. Du kannst aber auch einfach hingehen und lernen und dir angucken, was andere machen und es beim nächsten Mal. Man muss nicht sofort vorne. Ich will aktiv werden. Ich habe irgendwie Bock. Ich habe irgendwie Meinung bekommen und irgendwie macht es auch Bock, Meinung zu haben mittlerweile in dem Bereich. Außerdem ist es wirklich ein krasser Missstand, den ich da raushöre. Und deswegen habe ich Bock, was zu machen. Ja, du hast ja auch mit Sprache zu tun als Fernsehmoderator. Ja, ja. Du kannst ja... So ein Claim oder was? Ja, du könntest zum Beispiel einen bekannten Werbespruch nehmen und den sozusagen umschreiben in einer subversiven Art und Weise. Das wäre ein... I'm loving it. Und es könnte dann... I'm loving it. Aber das ist nicht so sexiert. Fastfood-Ketten machen jetzt nichts mit Titten und Ärschen in der Werbung. Natürlich, das war doch das Nordsee-Ding. Das ist doch auch Fastfood, oder? Da hieß nämlich Fisch macht sexy. Und da hast du diese ultradünnen Menschen da drauf gesehen. Das war auch so dumm. Fisch macht sexy. Ich kenne den Claim aber von der Nordsee nicht. Ja, von hier oder was? Ich weiß gar nicht. Naja, aber sozusagen, das ist, glaube ich, was catchy ist, weil es geht ja auch darum, mediale Aufmerksamkeit zu generieren und sozusagen, also je griffiger und schnittiger dein Output ist, desto eher wird die Kamera da drauf. Okay, irgendwas so mit Pink, also Pink ist ja irgendwie so das Motto, ne? Pink stinkt? Ja, das ist halt so ein bisschen, also das kommt ja daher, dass es gibt den Vorwurf, der, also
die Demo oder die Kampagne, die ursprünglich aus Großbritannien kommt, wendet sich halt gegen die Pinkification von Weiblichkeit. Also dass sie sagen, Mädchen rosa sind, Jungs sind blau, bla bla bla. Die, eine ganze Industrie richtet sich darauf aus. Und das ist irgendwie klar, wie was, also sozusagen die Zuschreibungen. Genau. Die Zuschreibungen sind halt mega zementiert. Ja. Es geht darum, das aufzubrechen. Deswegen zu sagen, das ist doof, dass Mädchen nur so sein müssen. Es geht nicht darum zu sagen, dass Pink blöd ist, sondern es geht darum, dass die Pinkifizierung. Also müsste man sagen, eher so bunt statt pink oder sowas wäre so ein Claim oder was? Genau, aber das ist. Colorful. Ja, aber bunt statt pink ist eine Variante. Genau. Wenn du findest das noch nicht so gut, oder? Nee, ich glaube, da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Aber genau, das wäre sozusagen als. Es richtet sich dann an die Kreativen, darüber nachzudenken, was die Variante wäre. Deswegen vielleicht sich auf eine konkrete Werbung beziehen und die umschreiben. Willst du ein Plakat basteln? Ja, vielleicht bringt das was, oder? Ich meine, ich kann so mit meiner Stimme kann ich wahrscheinlich schon auch ein bisschen was machen so, ne? Und irgendwie so ansprechen und raushauen und sowas. Ja, aber ich finde Plakate auf jeden Fall immer gut. Ist genau. Gut, ne? Ja, das finde ich immer gut, weil das funktioniert auch auf Bildern dann natürlich schön, wenn in den Medien später darüber berichtet wird. Plakate sind immer fein. Komm, wir basteln uns ein. Was würdest du sagen, wäre so ein guter Spruch irgendwie für ein Plakat? Also ich mag ja den Satz, du willst es doch auch nicht. Ganz gerne. Oh, der geht so ein bisschen rein, das geht unter die Haut so ein bisschen, ne? Da muss man drüber nachdenken. Ja, das sind viel Denken, ist ja sowieso total zuträglich. Und weil, genau, dieses, du willst doch auch diese Frage von Verfügbarkeit, irgendwie Blurred Lines, das geht schon klar, so mach dich mal locker mäßig, ja? Und das halt genau umzukehren, zu sagen, du willst doch auch nicht, plus das ist ja auch gerade so ein catchy Ding, so YOLO-mäßig zu sagen, okay, ich gehe heute Abend einen saufen, nicht. Not. Genau. Den kann man mittlerweile in Deutschland. Deswegen. Cool. Gut. Die Ironie gefällt mir. Also es ist so Ironie drin, kommt, ist intellektuell und es ist irgendwie. Genau, ja. Genau. Auch du kannst es schaffen. Danke, ich fühle mich viel stärker. Ich werde immer stärker in der Sendung. Ich werde immer, genau, ja. Ich habe so viele Leute, die sich um mich sorgen und mir bei meiner Meinung helfen. Ja. Und jetzt aber ist es schön, eine Meinung zu entwickeln und die auf einem Plakat kundzutun, hast du da Lust drauf? Ja? Hast du auch wirklich Lust auf jeden drauf? Fall Bock, klar. Das ist nämlich wichtig. Ich muss ja da, also ich stehe auch dahinter, genau. Ich könnte jetzt irgendwas draufschreiben und sagen, haha, Suki hat es mir gesagt, aber ich finde es in der Tat, ich finde es gut und ich kann es annehmen. Schön. Ja. Das ist erfreulich. Lass es uns echt machen und draufschreiben. Check.